Herzlich willkommen zum 15. Berliner Methodentreffen. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Instituts für qualitative Forschung, das dieses Jahrestreffen seit 2005 ausrichtet. Und wir haben im Archiv ein wenig rumgegraben. Und das war die Ankündigung zum ersten Berliner Methodentreffen. Sehr unauffällig, handwerklich, fragwürdig, layouttechnisch, im Tetris-Look. Ich hoffe, dass wir in den letzten 15 Jahren das ein oder andere etwas ansprechender gestalten. Die Veranstaltung hier wird ausgerichtet gemeinsam mit unseren Partnern. Und die Partner sind die Freie Universität und hier der Fachbereich Psychologie und Erziehungswissenschaften und das Center für digitale Systeme. Das sind auch jene, die hier die Aufnahmen mit den Kameras machen. Und zudem sind die Partner das Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und die Hans-Blöcke-Stiftung. Und wir haben eine Fülle an Partnern, die Sie auch hier unten aufgelistet sehen. Atlas.de, Audiotranskription, Max Kodian, Vivo und Feldpartitur. Im Namen der Partner HBS und Gesis darf ich die Grüße ausrichten der Präsidentin, die uns ein gutes Treffen wünschen. Für die FU wird nun gleich Uwe Flick ein Grußwort halten und so nehme ich an, zum Zwischenjubiläum gratulieren. Mal schauen. Ich gratuliere ihm auf jeden Fall vorab. Denn beim 15. International Congress of Qualitative Inquiry in Urbana-Champaign, Illinois, wurde er vor 2 Monaten mit dem Lifetime Achievement Award in Qualitative Inquiry for Dedication and Contribution to Qualitative Research, Teaching and Practice and Dissemination ausgezeichnet. Nochmals Gratulation und herzlich willkommen. So, ja, also vielen Dank für die nette Vorstellung und ich stehe hier nicht unbedingt als Uwe Flick, sondern ich stehe hier als Vertreter des Dekanats des Fachbereichs Erziehungswissenschaften und Psychologie und als Vertreter der Freien Universität, um Sie ganz herzlich zum Methodentreffen zu begrüßen, zum 15. Methodentreffen. Ich bin gebeten worden, eine kurze Begrüßung zu machen und mit der Betonung auf kurze Begrüßung. Ich habe zur Sicherheit auch einen dieser Wecker mitgebracht, die es draußen an den Ständen gibt. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch für die Organisatoren des Methodentreffens, die jetzt schon die 15. Runde organisiert haben. Und wenn man sich so anschaut, ich habe mir dann mal in das Archiv geguckt, was es da so gibt, was man da sagen kann. Das Ganze hat ja relativ klein angefangen im Vergleich zu heute mit 11 Forschungswerkstätten und 12 Workshops. Jetzt sind Sie bei 19 Forschungswerkstätten und 23 Workshops angekommen. Und wenn man in die Zeit dazwischen schaut, dann habe ich gesehen, dass seit mehreren Jahren das relativ stabil geblieben ist bei dieser Zahl von so 18, 19 und beziehungsweise 22, 23 Veranstaltungen. In anderen Bereichen wäre dieses fehlende Wachstum vielleicht ein Grund für eine Gewinnwarnung oder einen Einsturz an der Börse, so wie bei Netflix. Aber hier ist es, glaube ich, eher ein Zeichen dafür, dass es erstens mal sich konsolidiert hat und zweitens an seine Grenzen vielleicht auch anderweitig stoßen wird. Dass sich die Erweiterung der Themen in den verschiedenen Vorträgen und den verschiedenen Workshops niederschlägt, die vielleicht auch die qualitative Forschung kennzeichnen, kann man auch vielleicht daran sehen, dass beim ersten Mal ein Ansatz im Vordergrund der Mittagsvorlesung stand, nämlich die Forschungswerkstätten von Anselm Strauß. Irgendwann gab es dann unterwegs mal eine Erweiterung auf verschiedene Kontexte außerhalb der qualitativen Forschung und heute sind wir bei der Vielfalt der qualitativen Forschung angekommen. Das ist doch vielversprechend. Was man vielleicht noch zu dem Ort hier sagen kann, die meisten wissen das vielleicht schon oder wissen das vielleicht noch, an der FU gibt es, oder Freien Universität muss man jetzt ja sagen, gibt es eine lange ausgeprägte Tradition von Forscherinnen und Forschern, die die qualitative Forschung in Deutschland und ihre Wiederentdeckung in den 60er Jahren, 70er Jahren sehr relativ stark mitgeprägt haben. Namen wie Jörg Bergold, Christel Hopf, Elmar Weingarten, Hans Merkens, aber auch Martin Kohli beispielsweise oder Hans Oswald hatten da einen wesentlichen Anteil daran, dass vielleicht auch, dass wir hier sozusagen sitzen und ich kenne das noch aus der Zeit als Studierender hier an der FU.
Ich bin hier mittlerweile an der FU im Bereich Erziehungswissenschaft zurückgekehrt und wir haben dort einen Bereich für qualitative Sozial- und Bildungsforschung. In anderen Bereichen hat sich das vielleicht in andere Richtungen konsolidiert. Aber ich denke, es gibt eine Tradition und es gibt eine Bindung und ich gucke auf den Wecker. Ich höre auf an dieser Stelle und ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Veranstaltungen und ich wünsche Ihnen viel Input, viel Erkenntnisse, falls Sie damit promovieren wollen oder am Promovieren sind. Viel Erfolg dabei und hoffentlich nächstes Jahr wieder. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Uwe. Du hast mir den Wecker weggenommen und jetzt kann ich für nichts garantieren, ob ich mit den weiteren Ausführungen in der Zeit bleibe. Aber weil es das 15. Berliner Methodentreffen ist, wollte ich heute zumindest 1, 2, 3 Minuten länger reden als sonst und Aglaya hat dem zumindest zugestimmt. Wenn sich das ändern sollte in der Zwischenzeit, signalisiere es. Vor 15 Jahren haben wir angefangen, vor 10 Jahren hatten wir hier unser größeres Jubiläum. Wir haben ein Jubiläumsvideo gedreht, heute gab es nur den Countdown. Wir haben ein Jubiläumsband erstellt. Wir haben sozusagen uns gefeiert und wir wurden gefeiert. 10 Jahre, das waren viel und bei meinen Eröffnungen habe ich darauf häufig hingewiesen, dass wir, und wir sind Katja Mruck, die geschäftsführende Herausgeberin des Forum Qualitative Sozialforschung, Forum Qualitative Social Research, und ich, als wir 2004 die Idee hatten und das Konzept zum BMT ausgearbeitet haben, nicht so sehr im Blick hatten, so eine Institution zu werden oder gar so ein Event. Dazu hatte Ronald Hitzler im letzten Jahr einen Vortrag gehalten und das BMT auf dem BMD zitiert. Danke dafür, dass du das so gemacht hast und mich dann, ich glaube, du warst das, vielleicht war ich es aber auch selbst, mich zum Eventmanager erkoren hast. Das BMT ist aus der Not entstanden. Vor 15 Jahren war qualitative Forschung verglichen mit heute weniger etabliert. Die Ausbildung an den Universitäten war infolge auch der Bologna-Reform wenig ausgearbeitet und im modularisierten Klein-Klein zerlegt. Und vor allem gab es wenig zentrale Orte für die ganze qualitative Forschungslandschaft, sondern was es gab, waren disziplinäre Bühnen, eine große, die sich oft selbst zum Zentrum verstanden oder ernannt hat, sowie aber auch viele kleine und lokale Zentren, die sich irgendwie selber als zumindest Satelliten verstanden haben. Mit dem BMT, dies wurde uns und wird uns oft gesagt, ist uns etwas Besonderes gelungen, etwas, um das uns viele beneiden. Wie der Dekan der FU, Rainer Watermann, bei einem seiner zurückliegenden Grußworte sagte. Denn das BMT steht nicht nur für die Bandbreite und Lebendigkeit der qualitativen Forschung, sondern ist ein Ort oder der Ort für Community Building, den es so für die quantitative Forschung nicht gibt. Und er würde sich eigentlich für quantitative Forschung was Vergleichbares wünschen. Dass das BMT dies geworden ist, hat viele Gründe. In meinen Eröffnungen habe ich, wenig überraschend, auch den Satz von Klaus Wowereit, dem ehemaligen Bürgermeister, zitiert. Das hat, glaube ich, fast jeder Berliner gemacht, der irgendwie mal eine Rede zu halten hatte, indem er nämlich sagt, Berlin ist arm, aber sexy. Und insofern ist sicherlich ein Event in einer Provinz weniger reizvoll, aber auch in den Provinzen finden sich vergleichbare Events. Und nicht in jeder Großstadt finden sich Events wie das BMT. Das heißt also, der Berlin-Faktor zählt, aber er erklärt nicht alles. Was uns zurückgemeldet wurde, ist, dass es kaum einen Ort gibt, der so plural und so divers ist wie das BMT. Kritikerinnen können wahlweise auch beliebig mitdenken, aber dem würde ich widersprechen. Uns war von Anfang an wichtig, jenseits aller existierenden Grabenkämpfe, auch und gerade innerhalb der qualitativen Forschung, die Vielfalt der qualitativen Forschung oder wie Ronald Hitzler sagen würde, die Vielfalt der interpretativen Forschung abzubilden. Hierzu haben wir uns aber immer erlaubt, dann in unserem Angebot auch die qualitative Inhaltsanalyse von Anbeginn an zu nehmen, die ja von einigen eher weniger als zur Familie dazugerechnet wird oder gar exkludiert wird. Ebenso haben wir die objektive Hermeneutik dabei, die zumindest ihrem Begründer nach sich auf jeden Fall nicht zur qualitativen oder interpretativen Forschung rechnet. Und wir haben im Grunde auch nicht nur auf jene Ansätze gesetzt, die unumstritten sind und hoch nachgefragt sind. Dann hätten wir nämlich ein Jahrestreffen zur Grounded Theory Methodology,
zur qualitativen Inhaltsanalyse und dem ein oder anderen Ansatz, aber halt nicht die Bandbreite. Und wir haben auch versucht, nicht das aus den Augen zu verlieren, was in der Peripherie liegt. Stellvertretend führe ich hier, lieber Rudolf Schmidt, entschuldige, die Metaphernanalyse an. Aber wir haben auch das irgendwie berücksichtigt und aufgenommen, was zuweilen kritisch oder naserümpfend beurteilt wurde, wie die Autoethnographie relativ früh. Über all die 15 Jahre hinweg hat sich das, glaube ich, gelohnt. Qualitative Forschung ist in Bewegung geraten. Und das meine ich im doppelten Wortsinn. Qualitative Forschung verändert sich und einige Ansätze, die noch vor kurzem exotisch wirkten, sind nun en vogue. Anderes verliert an Zuspruch oder zumindest an Nachfrage. Es gibt diese Konjunkturen und über diese Konjunkturen haben wir hier häufig gesprochen. Und ich glaube, wir sind hoffentlich diesen Konjunkturen nicht nur atemlos hinterhergerannt. Als BMT-Ausrichter haben wir eher uns versucht, darum zu kümmern, auch Workshops immer wieder ins Programm zu nehmen, die sich ökonomisch nicht rechnen. Und das ist ein Risiko, weil das BMT ist ja eine frei finanzierte Veranstaltung. Und auf der anderen Seite haben wir sehr wohl versucht, uns darum zu kümmern, wie sich denn Entwicklungen innerhalb der qualitativen Forschung abbilden lassen. Und sind dann am Ende selber Teil der Entwicklung geworden. Aber auch das war nicht primär intendiert, als wir 2004 die Idee zum BMT hatten. Was die Grundidee war und die wir auch versuchen beizubehalten, selbst wenn wir zuweilen an unsere Grenzen stoßen, ist, dass nämlich schon vor 15 Jahren es nicht an Texten zu qualitativer Forschung gemangelt hat. Und heute scheint es mir fast so, dass wir von den Texten fast zu viel haben. Ich zumindest komme nicht mehr hinterher, wirklich alles noch zu lesen. Teilweise habe ich das Gefühl, ich komme nicht mal mehr hinterher, alles zu schreiben, wozu ich eingeladen werde. Worüber es gemangelt hat und mangelte, waren Orte, an denen ganz konkret gearbeitet wird, sozusagen wir uns in die Tiefen des qualitativen Arbeitens bewegen. Dies scheint mir heute noch wichtiger, und zwar trotz aller Errungenschaften in und für die qualitative Forschung. Und dieses Arbeiten in und an den Tiefen erscheint mir auch schwieriger. Dass dem so ist, hat mit der Ausweitung und Ausdifferenzierung der qualitativen Forschung zu tun. Uwe Flick hatte es gerade angedeutet, Aglaja Cimborski wird darüber sprechen. Selbst so verlässliche Stile wie die Grounded Theory Methodologie sind teilweise komplett im Umbau begriffen. Selbstkritisch muss ich sagen, dass ich mich daran auch noch beteilige. Meines Erachtens hat all dieses viel mit dem veränderten Wissenschaftssystem zu tun, in dem es wirklich häufig nur noch um Output in Hochgeschwindigkeit geht und die Akteure, also wir alle, alleingelassen sind, was eigentlich unseren Arbeitsprozess auszeichnet und am Ende auch eine ungeheure Verunsicherung entsteht und wenn wir ehrlich sind, nicht nur bei dem wissenschaftlichen oder sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, sondern bei uns allen. Katja Mruck sagte vor Jahren, dass wir uns diesen Ort hier bewahren müssen. Ich glaube, wir brauchen ihn mehr denn je. Und dies meine ich, so wenig wie Katja Mruck, gar nicht so konkretistisch, wie das jetzt klingen mag. Also keine Missverständnisse, auch wenn sich das gerade ein bisschen so handelt. Es geht mir nicht um Eigenwerbung. Wir werden eh sehen müssen, wie lange wir das BMT so umsetzen können, wie wir es umsetzen können. Wir werden alle älter. 2004 war ich Anfang 40. Andere sind noch älter als ich. Und viele jünger. Worum es geht und mir / uns hier geht, ist es eine andere qualitative Forschung, eine qualitativ andere Forschung. In den Mittelpunkt zu stellen, eine, die bewegt, die anrührt, die verändert, die kritisch ist. Und eine, die nicht am Ende, wie vielleicht andere Forschungslandschaften, wenig affirmativ oder am besten gar nicht affirmativ ist und vor allen Dingen auch gesellschaftliche Verhältnisse nicht nur einfach reproduziert. Das ist das Anliegen des Berliner Methodentreffens. Und deshalb lassen Sie uns dieses 15. Methodentreffen genießen und erneut gestalten. Und zwar mit Bedacht, Langsamkeit, Fehlerfreundlichkeit, Uneitelkeit. Aber dafür mit kritischem Geist, Neugierde und Freude am Tun.
Jetzt kommt der gewöhnliche Teil, den ich hier häufig vortrage, dass ich Ihnen das Programm vorstelle. Wir haben hoffentlich geschafft, wieder vor diesem Hintergrund, was ich versucht habe, kenntlich zu machen, die Grundideen und Grundzüge der qualitativen Forschung, die auf dem Treffen sind, wieder ein Programm zusammenzustellen. Im Anschluss wird Aglaja Zuborski ausloten, ob denn die Vielfalt qualitativer Forschung Fluch oder Segen ist. Am Nachmittag werden wir dann in 19 verschiedenen Forschungswerkstätten, die für die Vielfalt eben dieser qualitativen Forschung stehen, ganz konkret an Forschungsprojekten arbeiten, im moderierten Peer-to-Peer. Sie kennen das Programm, deshalb gehe ich hier sehr schnell durch. Und dann werden wir uns am Nachmittag, also nach dem Nachmittagsarbeiten, wer mag, wieder im Foyer treffen zum Meet the Editor. Das ist im Grunde ein Sektumtrunk, wahlweise auch Wasser, um mit Zeitschriften und Machen ins Gespräch zu kommen. Und da es heute hier ein Zwischenjubiläum mit dem 15. BMT ist, möchte ich auf richtige Jubiläen hinweisen. Gleich drei Journals können auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Das sind die Zeitschrift Qualitative Forschung ZQF, Der soziale Sinn, Zeitschrift für hermeneutische Forschung und die von uns herausgegebene Open Access Zeitschrift FQS. Alle drei Zeitschriften brachten ihre ersten Ausgaben im Frühjahr 2000 oder im Sommer 2000 heraus und seitdem begleiten sie die qualitative Forschung und begleiten meint auch hier, verändern sie und haben zu ihrer Etablierung beigetragen. Herzlichen Glückwunsch an die Zeitschriftenmachenden und vielen Dank für die Arbeit, denn Journal machen ist auch anstrengend. Morgen geht es in aller Frühe weiter. Das ist wirklich früh, so 9 Uhr. Ich freue mich, dass wir dann endlich im Rahmen des Symposiums wir uns um Ethnographie kümmern. Ein Forschungsansatz, der aus meiner Sicht wie kein anderer für qualitative Forschung steht. Ob das allerdings die Diskutierenden Jochen Bons, Michael Delving und Michaela Fadenhauer auch so sehen, ja, kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen. Im Anschluss wird es dann die Möglichkeit geben, im Foyer die Fachmesse zu besuchen und oben im oberen Stockwerk die Poster-Session. Auch da wirklich eine herzliche Einladung, kommen Sie vorbei. Das sind spannende Projekte, arbeiten und vor allen Dingen steht ja auch das für Networking. Ein Element, das uns beim Methodentreffen ebenfalls immer wichtig war. Und am Nachmittag werden dann in 24 parallelen Workshops der Fluch und Segen der Vielfalt qualitativer Forschung extensiv gelebt. Und wir schließen dann um 17 Uhr hier wieder im Hörsaal 1 mit der Closing Lecture, die in diesem Jahr von Stefanie Bethmann gehalten wird. Ich bin sicher, dass ein Kommen dann auch lohnt, denn Stefanie Bethmann gehört zu denen, die versuchen, aus dieser Methodenvielfalt eine Tugend zu machen und das höchst ambitioniert und methodenreflexiv. Ich hoffe also, dass uns gelungen ist, mit diesem Programm und dem dazugehörigen Catering und heute ausnahmsweise vertretbaren Temperaturen einen guten Rahmen für 2 Tage geschaffen zu haben. Und auch wenn meine Redezeit nun vorbei ist, jetzt läuft der Wecker, gehört es zu einer Eröffnung, Danke zu sagen. Danken möchte ich erstmal Ihnen alle, dass Sie hier überhaupt sind. Denn im Grunde machen wir die Tagung genau für diese 400, 420, 450 Menschen, die sich irgendwann eben 3 Monate vor dem Treffen vor den Computern aufmachen und sich anmelden. Danke dann aber auch an das gesamte Team. Das sind 25 Assistierende, viele meiner früheren und auch aktuellen Studierenden, aber auch viele andere, die einfach Lust haben, uns zu helfen und dabei zu sein und gemeinsam mit Rubina Fock tun, dass alles wirklich funktioniert. Wenn etwas mal nicht klappen sollte, haben Sie bitte Nachsicht, denn so ein Berliner Methodentreffen ist echt eine Monsteraufgabe. Und wenn wir nicht so überzeugt werden davon, das zu tun, glauben Sie mir, wir würden alle auch lieber Urlaub machen. Und wie einige Assistierende mittlerweile über Jahre zusammengehören und als eine zusammengewachsene Familie wirken, rede ich schon lange von der Berliner Methodentreffen-Familie.
Und ich möchte mich hier ganz herzlich bei Michael Dellwing, der erstmals dabei ist, und Uwe Krähnke, der schon mehrere Jahre mitwirkt, besonders bedanken. Beide haben vor 3 Tagen, als uns Krankmeldungen erreichten von Kolleginnen, ganz kurzfristig das Abhalten der Workshops und Forschungswerkstätten übernommen. Das hätte uns sonst in arge Schwierigkeiten gebracht, weil das Methodentreffen ist ja keine Tagung, wo einfach es heißt, heute ist Referent X nicht da. Also vielen, vielen Dank an die beiden, aber Dank natürlich auch und begrüßen möchte ich jene, die das erste Mal hier sind. Es ist Tradition beim Berliner Methodentreffen, immer nur die Neuen zu begrüßen. Die sind neben Michael Dellwing, Yvonne Berger, Jochen Bonz, Vera Kane, Mara Kaiser, Angela Kühner, Wolfgang Menz und Theresa Vollmer. Seien Sie herzlich willkommen. Damit sind wir nun insgesamt 169 Akteurinnen in 15 Jahren, die bislang 87 verschiedene Angebote unterbreitet haben. Und vielleicht erkennen Sie nun beim Schnelldurchlauf die Gesichter des BMT 2019, die gleich an Ihnen vorbeirauschen werden. Vielen Dank an alle, ohne euch Mitwirkende, teilweise Freunde und Freundinnen mittlerweile in den letzten 15 Jahren geworden, gäbe es kein BMT. Ihr prägt es von Beginn an mit. Es ist auch euer Jubiläum. Vielen Dank dafür.